willkommen zu einem neuen Vlog. Gestern hatte ich Fieber. Das höchste war 40. Heute geht es mir besser. Wir fahren gerade in die Salzgrotte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da inhaliert man 3% Salzlösung, denke ich, Kochsalzlösung. Das ist einfach so ein Raum, der ist vernebelt. Und da sind Spielzeuge für die Kinder und sowas. Also man spielt halt auf diesem Salz und nicht auf Sand. Und das tut Leuten gut mit Lungenerkrankungen, mit Bronchitis. Gegen Reizhusten ist es gut. Armin hat ja Asthma. Das ist nur 10 Minuten von uns entfernt. Man macht das 20 Minuten lang. So Leute, hier ist das Inhalationszentrum. Das ist gar nicht so weit entfernt von Kloppenburg. Ich glaube, das liegt sogar noch in Kloppenburg. 10 Minuten. Das kann man mit Armin zumindest einmal die Woche machen. Das kann man hier auch rutschen auf seinem Mini-Rutschen. Mhm. Ich habe jetzt gerade eine Wäsche aufgehangen, eine neue Wäsche angemacht. Es ist jetzt so es ist jetzt so 18 Uhr. Ich habe jetzt abends sein Essen gemacht. Könnt euch ja selber denken, was. Der Staubsauger ist einmal nochmal rumgefahren. Mache ich abends eigentlich ganz gerne, also morgens selber saugen und abends einfach den Staubsauger einmal fahren lassen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, wenn ich morgens sauge, sieht es nach 2 Stunden schon wieder so aus, als ob ich 2 Tage nicht gesaugt habe. Katzenhaare von Simba überall und so Krümel verteilen sich halt. Auf jeden Fall habe ich gerade noch die Flaschen sauber gemacht, ein bisschen die Küche da aufgeräumt. Und Leute, ich nehme jeden Morgen diesen Drink, davon 2 Löffel, damit ganz viel Wasser. Und einmal diese Kapseln dazu und die halten aber nicht so lange. Dafür muss ich 3x2 Kapseln am Tag nehmen. Ein gesunder Darm ist sehr wichtig fürs Hautbild, fürs Immunsystem, für sehr viele andere Sachen. Das ist gut für die zum Abnehmen, weil man davon sehr, sehr satt wird. Also das stärkt das Sättigungsgefühl und so. Top. Habe ich früher auch schon benutzt, aber irgendwie habe ich es aus den Augen verloren. Ja, das nehme ich jetzt und ich merke auf jeden Fall, ich habe schon abgenommen. 1,5 Kilo. Also, es ist ja irgendwie nicht so, ich bin ja irgendwie nicht so weitergekommen mit dem Abnehmen und das hat mir jetzt wirklich sehr, sehr geholfen. Bin richtig froh. Das werde ich jetzt auch weiter so durchziehen. Bin gespannt, wie viel ich abnehme. Das ist auch gut gegen Wassereinlagerung. Ich denke mal, ich habe noch sehr viele Wassereinlagerungen. Genau. Mir geht es auf jeden Fall schon besser. Im Gegensatz zu gestern. Ja, ich mache Armin gerade einen Tee. Guck mal, wie cool. Ich muss gleich den Kleinen einmal... Ach so, er muss baden. Stimmt, heute ist Sonntag, Badetag. Und Leute, wir werden jetzt öfter in diese Salzgrotte gehen, vor allem mit Armin. Das tut ihm sehr gut wegen seinem Asthma. Das hat uns jetzt 20 Euro gekostet. Eine Person kostet 10 Euro, das Kind ist dann gratis. Also wir beide 20 Euro und die Kinder sind gratis. Ich werde jetzt mit Armin einmal die Woche hingehen. Und das, wir haben 3% inhaliert. Es gibt auch einen Raum, wo nur 1% inhaliert wird. Da ist man dann 45 Minuten. Und in dem Raum, wo 3% inhaliert werden, ist man nur 20 Minuten. Mit dem Kleinen war ich so 15 Minuten drin, dann bin ich rausgegangen. Das ist auch ab 7 bis 8 Wochen, also ist kein Problem. Da können Erwachsene auch liegen. Mir hat es auch gut getan, tatsächlich. Und dem Kleinen eigentlich auch. Halli, seine Nase hat sehr doll angefangen zu brennen. Und ja, wir lassen den Sonntag jetzt ausklingen. Ich glaube, heute kommt jetzt nichts mehr. Ich werde mich auch noch mal viel ausruhen, damit ich morgen topfit bin. Morgen müssen wir zum Kinderarzt. Und nächsten Montag dann muss Armin zum Arzt. Da werde ich es sein Essverhalten nochmal ansprechen, weil es wird eine Essstörung vermutet. Schade. Also wenigstens weiß ich dann, was Sache ist, weil es geht so halt nicht mehr weiter seit 4 Jahren. Er wächst auch nicht mehr und ist sehr, sehr dünn geworden. Also er ist unter dem Durchschnitt auf jeden Fall. Er wiegt auch viel zu wenig. Das sieht man mit Klamotten vielleicht nicht, aber er trägt ja auch Oversize, ne? Also trägt ja nichts Enges. Ja, mal gucken. Ich habe ihn jetzt auch Essen gemacht. Nicht, weil er Hunger hatte, sondern weil ich ihm gesagt habe, er muss essen. Weil er heute nur Toast gegessen hat. Naja, Leute. Bald wissen wir auf jeden Fall mehr. Und er geht auch bald zur Ergotherapie. Hat mir auch die Frühförderung empfohlen, dass es ihm gut tun würde. Bruder Schatz, was sagst du? Wir hören uns morgen wieder, ne? Ja, wir hören uns morgen wieder. Du hast mich so plötzlich erwischt, ich war gar nicht so vorbereitet. Mickey Mouse. Ich erinnere mich voll an Urlaub. Hä, hey, wieso? Dieser Mann, der immer gesagt hat, Minnie Mouse. 7 Uhr morgens, 8 Uhr morgens, es ist richtig stressig. Mhm. Neuen Morgen. Oh Walla, du isst noch gemütlich dein Croissant, wir müssen eigentlich los jetzt. Was macht Mama da? Findi? Oh shit, meine Mama ist eine Vloggerin, oh nein! Er ist immer schon bereit, er geht auch mit Schuhe, ach! Ja, schön. Toll.
Leute, so ist das Leben, ne? Toll einfach, ne? Super. Jeden Morgen das Gleiche, wir sind überall immer zu spät, seitdem Adam auf der Welt ist. Ja. Davor war ich Pünktlichkeit in Person. Guck mal, ich vlogge noch. Ja, ich war davor nicht pünktlich, jetzt bin ich noch rum. Also Leute, ich bin gerade am Kochen. Ich habe da jetzt mal Zwiebeln reingemacht, da kommt noch Knoblauch rein, um das einmal zu zerkleinern. Habe ich noch nie gemacht, ehrlich gesagt. Hier brate ich jetzt Rindfleisch an. Ich mache irgendwie so einen Nudelhackauflauf, keine Ahnung, was ich da mache. Ich mache immer spontan. Mal gucken. Also das habe ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal so gemacht. Ich denke mal, dass es hier runter muss. Damit kann man ja auch alles machen, auch Fleisch anbraten. Habe ich noch nie gemacht, deswegen war ich mir da jetzt unsicher. Werde ich beim nächsten Mal versuchen. Oh, das brennt, oh mein Gott. Ich bin sehr empfindlich mit Zwiebeln. Aber ich werde da heute mal die Soße drin machen für den Auflauf. Die Nudeln mache ich halt separat. Das Fleisch kommt auch gleich da rein. Sieht vielleicht ein bisschen eklig aus, aber das hat sehr gut geklappt. Ging auch voll schnell. Ich benutze für Aufläufe momentan so einen Käse, so Scheibenkäse. Schmeckt mir persönlich besser. Damn! Also das ist jetzt der Auflauf. Momentan kommt Kochen ein bisschen kurz, sag ich mal. Wir essen dann gefühlt nicht so viel. Und wenn, dann irgendwas von draußen oder so. Bei mir kam gerade ein Paket von Trendyol an. Das zweite kommt bald noch. Ich zeige das Outfit mal morgen oder so. Eine Jeans, ein Oberteil und ein Mantel. Mir hat alles gepasst. Ich bin richtig positiv überrascht. Ich war gerade kurz vorm Schlafen. Deswegen geht er jetzt wieder schlafen. Jetzt habe ich ihn aufgeweckt mit Staubsauger. Hä? Er schließt mich davon auf. Schnell, war schon eine Vorwurf. Ach so. Oh nein, Mama hat mich abgelehnt. Aber guck mal, was ein Schauspieler. Er guckt mit seinem linken Auge dich nur so an. So. Du bist noch zu jung, um Schauspieler zu werden. Ja. Er meckert einfach mit mir. So, guck mal, du bist jetzt clean und fresh. Du bist du müde. Du gehst jetzt auch schlafen ein bisschen. Damit du Mama slöppt, Papa slöppt, ich slöpp allein. Das, meine Damen und Herren, ist eine Frau, die deutlich viel zu viel gestresst ist. Morgen muss ich ganz viel arbeiten, Schatz, damit du Bescheid weißt. Und was, wen hast du jetzt nochmal hier um 8 Uhr morgens hinbestellt? Eine Firma, die unseren Schaden beseitigt mit dem Schimmel und Strom. Ich kümmere mich auch um die Mieten darum, plus um einen Hotelaufenthalt. Erstens, was für ein Hotel? Vom Hausrat. Unter 5 Sternen, ich gehe nirgendwo hin. Freundlich, eingebildet. Du kannst auch hier im Schimmelloch bleiben. Ja, nee, ich kann auch auf dem Boden schlafen. Mir ist es egal. Das Leben mit Baby ist eine Tragödie der Musik. Frère Jacques. Aber Action für Nikolaus Geschenk für Armin. Hat nicht so funktioniert, aber die Sachen brauchen wir. So, das erste, was ich geholt habe, ist diese fette Kerze. Guck mal, die ist so groß wie mein Kopf. Heftig. Fürs Badezimmer. Sieht man noch alles überhaupt? Kannst du ruhig näher rankommen, ne? Ja, das Ding ist, ich sehe halt nichts, aber ich sehe das gerade, ja. Dann habe ich zweimal geholt, also 4 Stück davon. Doch, besser als das andere Kackding. So eine Box. Und so ein Schminkzimmer, mal gucken, ob es klappt. Normale Gläser. Davon habe ich 3 Stück geholt fürs Wohnzimmer. Das ist, weiß ich nicht für was. Ich mag es, wenn es überall nach Vanille geht. Zeig mal richtig das Produkt, damit Leute auch wissen, was es ist. Ich weiß nicht, du magst es ja ganz gern. Oh, Arizona Ice Tea. Das ist auch fürs Sofa und sowas. Hm. Und der Rest ist für Armin Nikolaus. Hier, einfach Süßigkeiten. Süßigkeiten. Und sein Lieblingsgetränk, wenn er mal sowas trinken darf. Und das. Das mag er. Das ist ein Kuscheltier. Cool. Das Ganze hat jetzt 98 Euro gekostet. Plus, wir haben keine Dura-Karten mehr. Also ich nenne das Dura-Karten. Heftig, danke, Schatz. Ich habe das schon auf Instagram erzählt, aber ich möchte euch das auch nochmal erzählen. Ich hatte einen ganz komischen Traum vorgestern. Wir waren in so einer Unterkunft, weil da gab es Gemeinschaftstoiletten und wir hatten halt so ein, 2 Zimmer. Mit den Kindern waren wir da tatsächlich. Doch, Adam war auch schon da, ja. Weil wir müssen ja eigentlich bald raus. Heute war auch jemand da, hat die Heizungsanlage ausgetauscht, weil die tropft auch immer. Wegen dem Schimmel und wegen dem Wasserrohrbruch kommt auch bald jemand. Und wir müssen ja vielleicht raus aus der Wohnung. Und ich habe geträumt, dass wir in so einer komischen Unterkunft sind. Nicht Hotel oder so, so ganz komische Unterkunft. Und auf einmal war in unserer Unterkunft, die ist von der Hintertür reingekommen, eine Frau. Ich habe noch genau ihr Gesicht im Kopf. Einfach eine Frau. Stand in unserem Zimmer und hat dann angefangen, mich zu filmen. Ich sag so, was machen Sie hier? Ich dachte, sie ist verrückt. Das Schlimme kommt am Ende, Leute. Ich dachte, was, egal. Ist sie rausgerannt, fertig. Am nächsten Tag war sie wieder im Zimmer
Aber ist auch irgendwie von der Hintertür gekommen. Ich habe mich richtig erschrocken im Traum, ne? Habe ich mich richtig erschrocken und geschrien. Ich glaube, ich habe sogar, ich bin morgens aufgestanden mit Tränen. Und sie hat mich angegriffen. Ich habe mich mit ihr geschlagen. Halil stand daneben. Ich habe mich richtig mit ihr geschlagen. Ich habe geschrien. Sie hat mich ganz gefilmt. Ich habe auch angefangen, sie zu filmen. Und dann ist sie abgehauen. Ich weiß nicht, wieso Halil nichts gemacht hat, ne? Keine Ahnung. Am dritten Tag war ich auf der Toilette in diesem Gemeinschaftsscheiß. Von oben sehe ich auf einmal, da ist jemand. Diese Frau filmt mich schon wieder und sagt, das zeige ich jetzt Halil, weil ich angeblich irgendwas am Handy gemacht habe, was sie ihm zeigen wollte, dass ich ihn betrüge, obwohl da nichts war so. Und dann ist sie zu ihm gerannt. Ich habe ihr so eine Bombe gegeben. Dann hat Halil sie so am Nacken gepackt, hat sie am Nacken so nach draußen geschmissen. Und dann habe ich zum ersten Mal die Polizei gerufen. Die Polizei kam dann direkt, das war anscheinend so eine Kriminelle, die gesucht wurde. Kamerateam kam, Reporter, was weiß ich, ich wurde gefilmt. Alle Leute, so viele Leute, Nachbarschaft, alles herumgesammelt. Die haben Zeugenaussage gemacht, dass ich rumgeschrien habe und dass ich Angst hatte. Und dann bin ich davon aufgestanden. Und dann, ich hatte so ein ganz, ganz komisches Gefühl. Und ich hatte den Namen noch im Kopf, weil die Person hatte einen Namen im Traum. Und ich hatte eins zu eins ihr Gesicht im Kopf. Ich bin durch meine Abonnentenliste gegangen, also auf meine Abonnenten, habe den Namen eingegeben. Und die vierte Person, die kam, oder die fünfte oder sechste, sah eins zu eins genauso aus wie die Frau im Traum. Eins zu eins. Nase gleich, Gesichtsform gleich, Haare gleich, Länge, Farbe, Augen, Nase, Lippen, alles gleich. Nur im Traum war sie ungeschminkt und bei Instagram ganz leicht geschminkt. Das fand ich sehr, sehr gruselig. Dass diese Person eins zu eins genauso heißt und auch aussieht. Ich bilde mir das nicht ein, Leute. Und ich habe mit dieser Person auch auf Instagram noch nie geschrieben. Also eigentlich kann ich sie gar nicht so richtig gesehen haben, weil man sagt ja, man sieht Personen im Traum nur mit Gesicht, wenn man die schon davor im Leben gesehen hat. Die Person wohnt am Arsch der Welt, also keine Ahnung. Ich finde das ein bisschen gruselig. Ich habe es auch auf Instagram erzählt. Da kamen sehr viele gruselige Sachen. Danke, du hast mir den Traum ja direkt, glaube ich, in der Nacht erzählt, wo ich gerade aufgestanden bin. Ich konnte danach erstmal nicht mehr schlafen. Das war so ganz früh morgens. Ja. Das heißt, das Ding ist, du warst erst so schockiert, wo ich dir die Person auf Instagram gezeigt habe. Ja, weil ohne Scheiß, also das wird ja sowieso niemals rauskommen, wie die Person aussieht. Mhm. Und ich beurteile jetzt nicht, wie ein Mensch aussieht, aber ohne Scheiß. Hätte ich das geträumt, ich hätte safe 2-3 Nächte nicht mehr schlafen können. Nächster Tag, Leute, ich wollte euch eigentlich nur meinen Mantel zeigen von Treniol. Und meine Hose, erkennt man das überhaupt? Die Hose ist von denen, dem Mantel. Ich finde den mega schön. Den habe ich von Treniol. Ich verlinke euch mal alles. Ich habe auch immer einen Code. RuskaX35. Das ist jetzt keine... Also doch, ich kriege davon natürlich Geld, aber ich zeige es gerade so freiwillig. Ich habe jetzt eigentlich wieder eine Hose, die mir so passt, weil ich habe ja... Ne, ich bin noch nicht an meinem Gewicht von damals. Und diesen Pullover, der ist so one size. Der sitzt echt cool. Vor allem die Ärmel sind so ein bisschen breiter. Ich warte noch auf ein zweites Outfit. Das ist dann so beige. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, waren die letzten Tage nicht so meine Tage. Ich sah auch sehr kaputt aus. Ich war auch sehr kaputt. Die Woche war irgendwie sehr blöd bis jetzt. Sehr viel schief gelaufen. Ich hatte ja auch Fieber und so. Und heute bin ich auch sehr gestresst, weil ich so viel auf einmal irgendwie mache und so viel im Kopf habe. Ich habe so eine Liste im Kopf, die ich schnell abarbeiten möchte. Aber wisst ihr, ich kann es glaube ich gar nicht beschreiben. Auf jeden Fall, Adam ist wieder ein bisschen zickig. Er ist seit gestern ein bisschen unruhig. Ich schneide hier gerade den Vlog. Armin muss jetzt auch schlafen, deswegen muss ich jetzt schnell mich verabschieden. Hoffen wir mal, dass der nächste Vlog ein bisschen mehr Power habe. Ich fange morgen an zu vloggen. Meine Mama kommt mit meinem Bruder. Ich möchte eine Sushi-Platte holen, dann essen wir zusammen und mal gucken, was die Tage noch so ansteht. Ich finde, Halli hat ein bisschen komisch gefilmt. Er hat manchmal sehr unvorteilhaft gefilmt, was mich auch ein bisschen aufgeregt hat, weil die Wohnung... bisschen an einigen Stellen unordentlich aussah und ich finde das manchmal dann asozial, aber ich komme nicht, also wir kommen halt nicht so krass hinterher, deswegen ist es ein bisschen real, ne, Realness, aber ja Leute, bis zum nächsten Mal.